Moin Autopflegefreunde, heute schauen wir uns mal zwei Produkte im Detail an und das ist zum einen das Spotless 2.0 und das D-Scale von Carpro. Beide Produkte sind dafür gemacht, Wasserflecken zu verhindern bzw. sie gar nicht erst auftreten zu lassen. Wasserflecken sind ja ein riesengroßes Problem, gerade auf Keramiken, und ich erkläre euch heute mal so ein bisschen, wie man damit am besten umgeht. Kurzer Hinweis einmal, ich bin jetzt, nachdem ich dieses Video hier gedreht hatte, was ihr jetzt seht, ist mir aufgefallen, dass ich die falsche Flasche gezeigt habe. Und zwar habe ich das Retire gezeigt. Gemeint habe ich aber natürlich das Spotless 2.0. Lasst euch davon nicht verwirren, das hier ist die richtige Flasche. Jetzt im Video werdet ihr immer diese Flasche sehen und ich werde sagen, hier das Spotless 2.0 macht dies und das Spotless 2.0 kann das. Aber das war ein kleiner Fehler, ich habe nicht so genau aufgepasst, habe die Flasche einfach hingestellt und vor mich hingelabert. Also wundert euch nicht, das hier ist die richtige Flasche zum Spotless 2.0. Zum Retire gibt es allerdings auch ein Video, das verlinke ich euch mal hier, solltet ihr euch auch anschauen. Mal zum Anfang hier das Testszenario. Ich habe hier zwei Testflächen, die sind beide mit dem C-Quartz UK 3.0. Das ist eine ja sehr standfeste Keramikversiegelung behandelt worden. Das heißt, sie sind ordentlich versiegelt. Und ich habe hier extra mal Wasserflecken drauf erzeugt. Die sind jetzt 2 Wochen alt. Das ist schon ganz schön heftig. Also so lange sollte man eigentlich die Wasserflecken überhaupt nicht auf der Keramik wirken lassen. Carpro sagt auch eigentlich, dass diese beiden Produkte hier nur bis zu einer Woche funktionieren. Das heißt, es ist jetzt hier nochmal wirklich ein Extremtest und wir gucken mal, wie viele der Wasserflecken wir wirklich entfernt bekommen. Ich würde sagen, dann stelle ich euch jetzt mal beide Produkte vor. Los geht's mit dem D-Scale. Das ist ein Autoshampoo, kostet 17 Euro für 500 Milliliter. Ihr könnt das hier als normales Shampoo benutzen. Einfach 1 zu 100 in eurem Wascheimer anmischen. Da habt ihr den Vorteil, dass ihr, wenn ihr besonders hartes Wasser habt, das ein bisschen weicher bekommt. Das heißt, ihr reduziert damit schon mal die Gefahr, dass überhaupt Wasserflecken entstehen. Dafür ist das ganz gut geeignet. Oder auch in dem Fall, dass ihr einfach eine Keramik drauf habt und ab und zu mal diese mineralischen Ablagerungen einfach runterholen wollt. Genau dafür ist das geeignet. Aber ihr könnt es auch zur Entfernung von Wasserflecken benutzen, falls ihr schon welche drauf habt eben und die noch nicht so lange drauf sind. Carpro sagt eben eine Woche, könnt ihr das Ganze hier 1 zu 10 anmischen. Ich würde euch dann nicht empfehlen, den ganzen Wascheimer anzumischen, weil dann ist das Ding hier komplett leer. Sondern macht euch einfach, keine Ahnung, so eine 500 Milliliter Mischung. Dann könnt ihr hier 50 Milliliter von diesem Produkt einfüllen und dann damit eben die Wasserflecken gezielt entfernen. Wir schauen uns gleich an, wie gut das funktioniert, aber das soweit zum D-Scale. Weiter geht's dann mit dem Spotless 2.0, kostet 14 Euro für 500 Milliliter. Finde ich einen absolut fairen Preis. Ihr habt hier ein Produkt, was ein richtiger Lebensretter sein kann. Das ist eben dafür gedacht, wenn schon Wasserflecken auf eurem Fahrzeug drauf sind, die dann wirklich zu entfernen und vor allem die Keramik nicht zu sehr anzugreifen. Das werden wir natürlich auch heute testen. Deswegen, das Produkt kann man sich ruhig mal zulegen. Ja, 14 Euro, 500 Milliliter. Aber das ist ein Produkt, was ihr nicht so häufig brauchen werdet und wo ihr sehr, sehr froh sein werdet, wenn ihr das Produkt zu Hause habt. Wenn ihr nämlich dann die Wasserflecken auf euer Keramik dann entdeckt, dann solltet ihr möglichst schnell handeln und deswegen das hier am besten immer zu Hause haben. Dann würde ich sagen, starten wir mal rein mit dem Test. Links benutzen wir das D-Scale, eben in dieser 1 zu 10er Mischung, also hier eine sehr, sehr hoch konzentriert, nicht eben diese normale Shampoo-Mischung, die ihr benutzen würdet. Das heißt, wir haben hier auch einen relativ hohen Verbrauch, aber es geht ja auch darum, hier diese Wasserflecken zu entfernen. Auf der rechten Seite benutzen wir dann das Spotless. Das funktioniert so, dass ihr das Ganze auf die trockene Lackoberfläche dann eben draufsprüht, ungefähr eine Minute einwirken lasst und das Ganze dann abspült. So, es fällt sofort auf, das Bild sieht deutlich besser aus, also hier wurden schon Wasserflecken entfernt. Beim D-Scale würde ich sagen, auf der linken Seite ungefähr 50 bis 60% der Wasserflecken wurden entfernt. Ich möchte hier nochmal betonen, wir haben hier wirklich 2 Wochen lang die Wasserflecken einbrennen lassen. Das ist viel zu lang, ihr seht das, da waren extrem viele Wasserflecken am Anfang drauf, das sah schon richtig schlimm aus. Niemand würde so mit seinem Lack noch rumfahren mit diesem Bild. Das heißt, es ist hier wirklich ein absoluter Extremtest und dafür hat dieses einfache Shampoo schon mal 60% entfernt. Das sieht sehr gut aus. Auf der rechten Seite würde ich sagen, ist das Ergebnis sogar noch besser. Wir haben hier 90% Leistung, würde ich ungefähr einschätzen. Also es sind immer noch Wasserflecken zu sehen, aber deutlich, deutlich weniger Wasserflecken. Und die, die noch zu sehen sind, die erkennt man auch ja, viel, viel schlechter. Dann würde ich sagen, machen wir aus Spaß nochmal eine zweite Runde. Ich werde jetzt auf beiden Seiten das Spotless 2.0 anwenden, um rechts zu gucken, ob das Ergebnis nochmal besser wird und links zu gucken, ja, auf welche Prozentanzahl wir dann am Ende nochmal kommen.
Nach der zweiten Runde ist dann das Ergebnis in meinen Augen identisch. Also wir haben jetzt auf beiden Seiten ungefähr 90%. Auf der rechten Seite hat es für mich keine Verbesserung mehr gegeben. Auf der linken Seite wurde das Bild ungefähr angeglichen an die rechte Seite. Das heißt, wir können grundsätzlich sagen, dass das Botlist 2.0 schon mal stärker ist. Das habe ich mir schon am Anfang gedacht. Ich glaube, so ist das ganze Produkt auch gedacht. Das Shampoo ist halt eher für diese regelmäßige Pflege gedacht oder wenn die Wasserflecken eben noch nicht so doll eingebrannt sind. Ganz interessant finde ich hier, dass wenn wir den Wasserstrahl uns angucken, die Leistung von der Keramik nicht gelitten hat. Das ist ja das, was wir wollen. Natürlich kann man die Wasserflecken auch wegpolieren, aber dann ist natürlich auch die Keramik kaputt und man muss das Ganze nochmal auftragen. Die Idee von den beiden Produkten ist ja, dass man das Ganze, die Wasserflecken eben noch entfernt bekommt, ohne die Keramik anzugreifen. Und ich finde, das sieht man hier ziemlich gut. Die Leistung ist 1A, nicht beeinträchtigt. Natürlich kann man jetzt nicht genau sagen, okay, ist die Leistung jetzt vielleicht runtergegangen? Wenn das Produkt normalerweise 2 Jahre hält, hält es jetzt vielleicht nur noch 1,5 Jahre. Das kann ich jetzt natürlich so nicht sagen. Alles, was ich jetzt beurteilen kann, ist, wie sieht das Bild jetzt aus? Und das sieht halt hervorragend aus. Genauso muss eine Keramik aussehen. Es wurde jetzt auf den ersten Blick eben nicht angegriffen und das ist ja schon mal das Wichtige. Und das schafft eben sonst kaum ein Produkt, was irgendwie Wasserflecken entfernt. Zumindest ist mir da keins bekannt. Von daher freut es mich sehr, dass Carpro zwei Produkte für diesen relativ speziellen Fall rausgesucht hat. Aber jeder, der eine Keramik fährt, der weiß, wenn man eine Keramik hat, dann kann das schnell passieren, vor allem im Sommer. Und dann ist es genial, dass man Produkte hat, die da eben helfen können. Und ich gehe davon aus, da wir hier diesen Spezialfall hatten und nur 90% entfernen konnten, wenn wir wirklich da jetzt aufs Ganze gehen würden und sagen, wir machen da jetzt nur eine Woche, also jetzt nicht diese 2 Wochen, sondern nur eine Woche, dann würde ich behaupten, schaffen wir auch 100% der Sachen dann zu entfernen, zumindest mit dem Spotless 2.0. Und deswegen gibt es hier ein sehr, sehr positives Fazit zu diesen beiden speziellen Produkten von mir. So, jetzt wisst ihr Bescheid, wie ihr eure Keramik retten könnt. Damit aber auch euer Innenraum immer richtig gut aussieht, habe ich hier ein Video zum Inner QD gemacht. Das ist ein Innenraum-Detailer. Auch von Carpro solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Und hier seht ihr ein Video zum Dub-Dub. Das ist das Waschpad, das auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Ebenfalls von Carpro. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Moritz von Outdoor Lifestyle.